Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog auf meinem Kanal. Wir haben heute, was haben wir heute? Wir haben heute Freitag und ich habe mega Bock, heute zu vloggen. Ich weiß nicht, aber momentan vlogge ich einfach voll gerne. Und es ist auch für mich angenehmer, das Ganze dann zu schneiden. Und jo, was habe ich denn hier für eine Schräglage? Könnt ihr das sehen? Da muss ich gleich richten. Ich habe gerade mein Bett gemacht. Ich werde gleich dieses kurze Informationsvideo zu Ende drehen. Ich habe gestern nämlich ein paar Worte gesagt, warum ich im Krankenhaus war. Ich habe ja nämlich auf Instagram gepostet, dass ich im Krankenhaus war. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch das mal unten in die Infobox reinpacken. Ich war wegen meinem Hals leider Gottes im Krankenhaus. Was heißt leider Gottes? Ich habe zum Glück Antibiotikum endlich bekommen. Und ich glaube sogar, es schlägt an. Ich bin mir nicht sicher. Das Einzige, was ich die ganze Zeit merke, wirklich ist, dass mein Schleim sich unglaublich löst. Es ist aber ekelhaft, was ich gekriegt habe. Dieses Antibiotikum ist widerlich. Wenn man das nicht schnell genug runterschluckt, dann ist das so richtig ekelhaft bitter im Mund und es löst sich so. Oh, es ist ekelhaft, es ist ekelhaft. Und dieser Geschmack geht da nicht aus dem Mund raus. Ich habe gerade gefühlt einen halben Liter getrunken, damit das irgendwie weggeht. Und dann musste ich halt noch von Ratio fahren, so ein Zeug zum Gurgeln nehmen. Das ist blau und ekelhaft auch. Also momentan ziehe ich mir ekelhafte Sachen rein, nur damit ich irgendwie gesund werde. Aber heute ist es definitiv besser mit dem Sprechen, beziehungsweise ich kann sprechen, ohne dass es mir wirklich wehtut. Wenn ich jetzt lauter reden würde als das, wäre vorbei. Genau. Ich mache mich jetzt hier so ein bisschen fertig, weil ich sehe aus wie der größte Punkt der Welt, ey. Hier. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich war einfach bis 1 Uhr morgens wach. Ich weiß nicht, ob es an diesem Antibiotikum lag, dass ich wach war einfach, aber ich war wach. Ich war hundemüde, konnte aber bis 1 Uhr morgens nicht pennen. Ich bin erst nach 1 Uhr morgens schlafen gegangen. Gut, ich melde mich dann gleich und dann fahren wir auch schon direkt zu DM. Wir haben jetzt 8:45 und dann ist es hoffentlich noch leer und dann kann ich einen DM live voll drehen für den 1. Juli. Gott, wie schnell rast denn die Zeit? Ich habe schon wieder bald Geburtstag. Im Übrigen, Outfit of Today ist dann dieses wunderschöne Kleid hier. Ja, ich finde das mega, mega schön. Meine Mutter hat mir noch hier so eine kurze Shorts gegeben, damit das halt nicht, ja, wenn es wegflattert, dass man hier was sieht, ne? Ich muss mir mal echt noch kurze Shorts kaufen, damit man die unter die Kleider gut anziehen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Radlershorts oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wo ich die herbekomme, beziehungsweise wo ich bequeme herbekomme, weil das stört mich zwar so ein bisschen, dass man das sehen kann. Aber macht nichts, für heute wird das reichen. Ich bin im Übrigen so dämlich, Leute, so dämlich. Ich wollte mich eigentlich gar nicht schminken. Jetzt bin ich geschminkt, weil ich wollte später ein H&M-Video drehen. Und das geht nicht, weil ich dann wahrscheinlich. Habe ich wieder sehr schön hingekriegt. Cakey im Gesicht aussehen werde. Weil, Leute, wir haben die 26-Grad-Marke in Cuxhaven geknackt. Es ist warm bei uns und ich freue mich. Es soll zwar gewittern heute, ich hoffe nicht. Ich habe mich gestern auch. Moment, Leute. Okay, irgendwie diese scheiß Fliegen jetzt wieder dran gemacht. Ich habe mich gestern schön in die Sonne gelegt, habe gedacht, ich werde schön braun. Saß da so eine Stunde, war mir sogar scheißegal, dass der Versicherungstyp gekommen ist, um irgendwas zu unterschreiben, beziehungsweise meine Mutter musste irgendwas zu unterschreiben. Der hat mich da gesehen, war mir alles scheißegal. Leute, ich bin wieder reingegangen. Das Einzige, was bei mir mal wieder braun geworden ist, ist mein Arm. Meine Beine sind immer noch Käse, die sind so weiß wie die Wand hier. Mann, bei mir ist so Beine und Bauch so das, was nie braun werden will. Sogar Bauch eher wie Beine, aber Beine so. Nee, lassen wir mal. Naja, egal. Ich drehe einfach später dann das H&M-Video, mache mich so ein bisschen frisch, wie auch immer das klappen soll, weil wenn ich einmal verschwitzt und cakey aussehe, ist das irgendwie voll schlimm bei mir, das Ganze noch irgendwie zu richten. Da hilft nicht mehr tonnenweise Puder. Genau, hier ist das H&M-Paket. Leute, könnt ihr mir mal diese Logik erklären? Ich komme da auf mein Leben nicht klar. Moment, ich zeige euch das mal. H&M, warum? Ich nehme das Ganze jetzt schon zum dritten Mal auf, weil ich einfach zu dämlich bin, euch richtig die Sachen zu zeigen und jedes Mal meine Adresse aus Versehen zeigt, weil überall meine Adresse draufgeklebt ist. Naja, diese beiden Pakete kamen an, Leute, und ich habe mir schon gedacht, so, warum schicken die ein Extra-Paket? Das ist das Extra-Paket, weil da stand, es kommen zwei Pakete insgesamt an und in diesem einen Paket ist wirklich nur ein Top drinne. So, wollt ihr mir jetzt sagen, dass in dieses fette Paket hier, wo noch unglaublich viel Platz ist, Moment, das nicht mehr reingepasst hat. Ja. Ich finde es zwar schön, dass sie das nicht in so einer Plastiktüte eingewickelt haben. Finde ich mega, weil alles andere ist halt in Plastik eingewickelt. Aber könnt ihr mal bitte den Sinn erklären?
Warum in einer Extratüte? So, hä? Ich schicke das am Ende, wenn es mir eh nicht passt, alles in eine Tüte zurück. Ich verstehe es gerade einfach nicht. So, ich sitze jetzt im Auto. Es ist wirklich sehr angenehm mit dem Wind, der hier reinkommt. Und wieso flackert das hier hinten so? Wahrscheinlich wegen dem Stoff oder sowas. Ja, gerade eben habe ich unsere Helikopternachbarin gesehen. Und alle, die es noch nicht wissen, die Helikopternachbarin ist die Nachbarin, die wir hier alle hassen. Die einfach nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Die kein Leben, kein alles hat. Die, ja, die meine Eltern jedes Mal auf die Palme bringt, weil die einfach dumme Handlungen macht. Also wirklich, die kauft sich ein Haus. Also keine Ahnung, wann die entschieden hat, sich ein Haus zu kaufen. Aber da ist ein Garten dran. Und man muss sich auch irgendwie um den Garten kümmern, ja. Und das macht sie halt null. Null, Leute, null macht sie das. Ihr scheiß Unkraut wächst bei uns rüber. Meine Mutter musste jetzt Wurzelstopp ziehen, damit das Ganze nicht rüber wächst. Und ihr fucking Unkraut auch auf ihrer Scheißseite bleibt. Die meint immer nur, den hier zeigen zu müssen, oder den hier zeigen zu müssen. Die hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Dank ihr ist jetzt ein Baum meiner Mutter krank und sogar eine Pflanze meiner Mutter krank, weil die diese Blattläuse, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, hat. Und ja, meine Mutter ist jetzt am Bekämpfen und die macht gar nichts. Die macht gar nichts. Ihr scheiß Baum ragt so bei uns rüber. Pff, ist ja scheißegal. Bei ihr wachsen einfach wilde Bäume. Ah, ist scheißegal. 1 Zentimeter vom Zaun entfernt, aber scheißegal. Ne? Nee, die hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ehrlich, ich hasse sie. Also ich persönlich und meine Eltern sagen auch nicht mehr zu ihr Hallo. Und sie gucken uns auch jedes Mal nur so an. So. Wir hassen die. Und ich habe sie halt in Helikopter umgetauft. Sie hat halt so einen ähnlichen Namen wie Helikopter. Ähnlich, aber ich habe sie halt einfach in Helikopter umgetauft. Und wenn ich halt meine zu sagen zu müssen, ey, halt doch jetzt einfach deine Fresse, du scheiß Helikopter, dann weiß sie halt einfach nicht, dass ich sie meine. Weil ich spreche sie nicht mit ihrem Nachnamen an, sondern ich habe ja gesagt, kannst jetzt nicht mal endlich die scheiß Fresse halten, du scheiß Helikopter, ne? Auch wenn keiner am Himmel ist, scheißegal. Ja, ich check jetzt nochmal schnell die DM-App ab und dann fahren wir los, was für tolle Coupons es da gibt, wie ich am besten punkten kann und wie ich am besten sparen kann. Deswegen, wenn ihr zu DM fahrt, holt euch auf jeden Fall vorher die Mein DM-App. Da gibt es super tolle Coupons und gerade wenn ihr Kinder habt, könnt ihr da sehr gut abstauben. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, fahren wir los. So Leute, ich bin jetzt gerade im DM und mein Körbchen füllt sich auf jeden Fall ordentlich. Ich laufe jetzt hier nochmal einmal durch die Gegend und gucke, ob ich noch irgendwas brauche oder ob ich irgendwas vergessen habe oder nicht. Ich kann euch mal so ein kleines bisschen zeigen, was ich habe. Also ihr könnt ja mal hier so ein bisschen reingucken, wenn ihr was sehen könnt. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Tee kam auf jeden Fall mit, so viel verrate ich. Und jetzt schaue ich nochmal, ob ich was finde. So kann sein, dass ich jetzt auf Schräglage bin, aber ich kann es nicht ändern, weil mein Auto gerade so schräg ist und ich euch halt einfach nirgendwo hinstellen kann. So Leute, ich war jetzt gerade bei DM und ich muss mal kurz nachprüfen, was ich gekauft habe. Weil gefühlt war das hier gerade ein komplettes Durcheinander an der Kasse. Genau, ich habe aber genug gefilmt bekommen, das ist mega. Ich habe auch hier so eine gute Tasche voll. Momentan weiß ich nicht, ich bin nicht so in Kauflaune. Was heißt nicht in Kauflaune? Ich habe einfach noch mega viel. Also ich weiß nicht, wer in Mörs in der Beziehung von uns am meisten verbraucht hat. Ich habe immer gedacht, ich bin diejenige, die kiloweise an Sachen verbraucht. Aber anscheinend war das die ganze Zeit Pascal, weil ich komme irgendwie vorne und hinten mit meinen Produkten nicht klar, keine Ahnung. Also ich habe noch ultra viel. Entweder kaufe ich einfach nur so viel oder keine Ahnung, es benutzt keiner irgendwie was. Ich habe mir wieder jetzt nur so die nötigsten Sachen gekauft oder halt so Sachen, die mich angesprochen haben. Ich muss aber auch wirklich gerade sagen, diese LEs von Ebeline und Trend Up und keine Ahnung, die sprechen mich halt einfach auch derzeit null an. Keine Ahnung. Sonst war ich immer in Beauty und Schminklaune und keine Ahnung und immer so richtig am Einkaufen und so richtig viel auch noch. Und momentan irgendwie gar nicht. Entweder liegt das daran, dass ich meine Schminke nicht im Überblick habe und ich einfach keine Ahnung mehr habe, was ich kaufen soll und was nicht. Oder weil ich mich halt nicht so... Ja, bei meiner Mutter habe ich halt nur die Hälfte meiner Schminke, sagen wir mal so. Die andere ist ja im Schrank. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich habe heute schon wieder so wenig an Schminke gekauft. Also... Ich darf jetzt noch mal reingehen, weil ich raste gleich aus. Ich weiß nicht, ob die eine Maske gefressen haben, aber ich finde es hier nicht. Nö, die ist hier nicht bei. Nur eine Peel-Off-Maske, eine Todesmeermaske. Ich werde jetzt noch mal auf den Bon gucken. Warum habe ich hier so einen scheiß Fusselmann?
Ja, ich gehe jetzt nochmal rein und kläre das wegen der Maske. Ich komme gleich nochmal. Leute, ich werde gerade so krass von einem Typen angeguckt, das glaubt ihr gar nicht. Ich war jetzt gerade eben nochmal schnell bei DM und tatsächlich hat das Band diese Maske hier gefressen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, scheißegal. Das ist einfach von Balea eine Maske, kostet 40 Cent. Ich habe gerade nochmal meinen Einkauf kontrolliert gehabt mit euch zusammen. So gesehen, ihr habt jetzt nicht viel gesehen, aber... Ja, ich habe schon das Gefühl an der Kasse gehabt, dass meine Maske gefressen wurde, beziehungsweise ich habe gesehen halt wie von, also ich habe eine andere Maske noch gekauft und die ist halt auch fast unterm Band gelandet. Ich habe die halt noch gerade so rausgezogen bekommen und deswegen hatte ich schon so ein Gefühl, dass die Balea-Maske im Band gelandet ist. Ich bin gerade zu ihr hingegangen, die war super, super nett. Ich habe zu ihr gesagt, hey, ich habe gerade nochmal meinen Einkauf kontrolliert und ich finde eine Maske nicht. Und die so, ja, gar kein Thema und hat dann dieses halbe Band auseinandergenommen und da war so ein Metallding vorne, das hat sie hochgehoben. Ey, da war so viel Dreck, Leute, da war unglaublich... Unglaublich, wie viel Dreck da war. Aber egal, in diesem Dreck lag dann meine Maske. 40 Cent sind 40 Cent und ich habe dafür bezahlt und ich will dann auch dementsprechend meine Ware haben. So, bevor ich losfahre, habe ich gedacht, ich mache nochmal ein kleines Update bezüglich meinem Auto. Jetzt ist hier gerade ein Auto rausgefahren und jemand hat hier reingeguckt, fand ich gerade nicht toll, musste ich halt kurz stoppen. Also, ich wurde auf YouTube von jemandem angeschrieben, von einer Frau, glaube ich. Und auf Instagram wurde ich nochmal hinterfragt wegen meinem Auto. Also, ich habe ja kein Update mehr geben können, weil der Typ mich halt am selben Tag nicht angerufen hat. Der hat mich dann zwei Tage später angerufen, oder einen Tag später. Zwei Tage später, glaube ich, und hat mir gesagt, jo, machen wir für 500 Euro. Ich so, Alter, du hast zu mir gesagt, 350, 100 Euro noch zusätzlich drauf. Das heißt, ich errechne in meinem Kopf 450 Euro für diese Mängel, die ich habe. Zwei Scheiben vorne und halt die beiden, wie heißen die, Querlenker, wie auch immer die Scheißdinger heißen. So, er meinte dann, ja, habe ich halt auch gedacht, aber bei jedem Auto ist es halt unterschiedlich und ich habe halt gedacht, du brauchst ein ganzes Stück, du brauchst aber zwei unterschiedliche, beziehungsweise du brauchst zwei gleiche Teile, aber die sind getrennt, die sind nicht zusammen, es gibt welche, die sind dann an der Stange so zusammen und das, was ich brauche, ist halt getrennt, das macht man an diese Stange dann halt dran. Das wusste er halt nicht, das ist halt bei wenigen Autos so wie bei dem Up. Naja, im Endeffekt meinte er dann zu mir, ich habe jetzt auch nicht rumrum gequatscht, habe gedacht, komm, okay, 500 Euro ist immer noch günstiger wie bei, ich sag's jetzt einfach bei ATU. Bei ATU haben die mir wirklich Mondpreis errechnet, habe ich gedacht, so im Leben nicht, im Leben nicht. Deswegen habe ich jetzt die 500 Euro zugesagt und nächste Woche Mittwoch fahre ich dann dahin und gebe mein Auto ab. Genau, Pascal ist ja dann hier hoffentlich und dann kann ich mein Auto auch abgeben, weil dann kann er mich auch zur Arbeit fahren. Das wäre dann alles easy peasy, lemon squeezy und kein Problem. Übrigens, Update zu heute. Wir haben heute Freitag, Stand Freitag. Pascal, sein Bruder, wurde vor zwei Tagen positiv getestet. Pascal ist Stand heute negativ. Keine Symptome. Er hat jetzt gerade noch mal einen Test gemacht auf der Arbeit und wie gesagt, symptomfrei und negativ. Ich hoffe, das Ganze bleibt. Der Bruder ist isoliert in seinem Zimmer. Er ist in seinem Zimmer. Er geht wirklich nur raus zum Pischern und halt andere Sachen. Ansonsten ist der Bruder wirklich in einem Zimmer gefangen und muss dort auch bleiben. Darf halt nicht raus, weil es ist halt eine Wohnung und die Mutter möchte halt nicht, dass er irgendjemand anderes ansteckt, weil zum Beispiel die Mutter, die hat auch ein paar Vorerkrankungen wie meine Mutter und da ist es halt nicht so toll, wenn sie Corona bekommen würde und auch nicht so toll, wenn Pascal es kriegen würde, aber laut dem Stand jetzt ist alles noch super, alles ist negativ und ich hoffe, das Ganze bleibt jetzt auch so. Genau, ich fahre jetzt auf entspannt nach Hause. Ich wollte eigentlich nochmal ganz schnell zur Action, aber ich glaube, das mache ich später nochmal oder ich weiß nicht, später oder morgen, aber ich habe irgendwie gerade überhaupt keinen Bock mehr. Ich bin fertig mit der Welt und will einfach nach Hause und schon mal die erste Schmerztablette nehmen. Ich mache gerade meine Nägel und das ist die neue Methode, wie man Aprikose isst, ohne seine Nägel zu ruinieren. Man spießt die Aprikose einfach auf einer Gabel. Meine Aprikosengabel hat wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt, meine lieben Leute. Meine Mom kam an mit solchen coolen Augen. Ich habe auch 5 Minuten, wollen wir eine Banane und eine Aprikose essen. Komm, egal, jetzt auf die Nägel, machen wir, ne? Danach hat der Versicherungstyp mich genervt. Oh Gott, da muss ich aber auch nochmal gucken, was er mir da zugeschickt hat und was er mir da für ein Angebot gemacht hat. Naja, egal, danach konnte ich meine Nägel dann endlich fertig machen. In den vergangenen Wochen wurde ich oft gefragt, Alina, was für Produkte benutzt du denn eigentlich für deine Nägel? Nagellack, da wirst du irgendwie nicht fündig und das dauert zu lange, blättert nach 3 bis 4 Tagen ab, hält nicht lange, ist halt auf Dauer nicht die Lösung. Ich bin aber leider gegen Acrylnägel allergisch, gegen Gelnägel allergisch, gegen UV und gegen LED-Lacke allergisch. Ist halt leider so, ich krieg Pusteln, meine Hände werden dick und leider juckt es unglaublich und es ist nicht schön, wenn das Ganze juckt, weil du möchtest danach einfach nicht mehr. Das ist widerlich. Du kannst nicht schlafen, du kannst gar nichts mit diesen juckenden Fingern machen und vor allem wird es einfach nur dick. Ich habe lange nach einer Marke gesucht, wo ich halt was vertrage, bin sehr oft auf den Kopf geflogen, weil ich nichts gefunden habe, bis jetzt. Denn ich habe vor kurzem die Marke Happy Glam entdeckt, Leute. Und diese Marke bietet LED-Lack an.
in vielen verschiedenen Farben und Tönen. Und das habe ich gerade auch aufgetragen zum Beispiel. Ich habe hier gerade Pure Infinity drauf. Wie gesagt, der ist noch nicht fertig. Einfach weil, ja, da möchte ich euch gerne gleich nochmal was zeigen. Davor hatte ich zum Beispiel Hot Flamingo. Da wurde ich auch ganz oft gefragt, hey, was ist das für ein Nagellack? Das ist ein LED-Lack von Happy Glam, Leute. Ich kann euch das Ganze wirklich nur ans Herz legen. Ihr müsst euch nicht abquälen mit Nagellack, der 3 bis 4 Tage hält, dann abblättert, wenn überhaupt 3 bis 4 Tage. Nein, Happy Glam ist super einfach. Ihr könnt euch ein Set kaufen mit einer Lampe und einem LED-Lack, einem Topcoat, Basecoat, was man halt alles dazu braucht. Hier gibt es zum Beispiel passende Sachen auch für die Maniküre. Hier gibt es Cleaning Pads, dann gibt es halt auch dieses Soak-Off. Damit könnt ihr das Ganze auch wunderbar entfernen. Auftragen ist wirklich mehr als einfach, Leute, mehr als einfach. Ihr bereitet einfach eine Maniküre vor, dann macht ihr das Ganze mit so einem Cleaning Pad einmal sauber, dann benutzt ihr einfach Basecoat und die Lampe, deine passende Farbe, wie gesagt zum Beispiel Hot Flamingo wäre zum Beispiel eine Idee, gibt aber auch wie gesagt viele verschiedene andere Farben noch, dann Farbe unter die Lampe, dann rausholen, dann einmal Topcoat oben drauf unter die Lampe, dann wieder rausholen, dann einmal mit diesem Cleaning Pad diese Schwitzschicht abnehmen. Es ist vegan, es ist produziert in Europa, es ist tierversuchsfrei, hält 3 bis 4 Wochen. Nach 3,5 Wochen sahen meine Nägel immer noch wirklich so gut aus. Ich habe sie am Ende nur neu gemacht, weil ich eine andere Farbe drauf haben wollte. Es ist wirklich mehr als einfach damit. Ganz einfach von zu Hause das Ganze machen. Was will man mehr? Kein Geld für unnötige Nagelstudios ausgeben, die wirklich manchmal Mondpreise verlangen von euch. Nein, einfach von zu Hause, ihr könnt das selber machen, easy peasy, hält lange, sieht super toll aus. Ich zum Beispiel mal auch sehr gerne, da habe ich mir zum Beispiel auch so ein Ding bei Amazon bestellt. Das ist so ein Fineliner, kann ich euch nochmal unten in die Infobox reinpacken. Damit könnt ihr dann auch wunderbar Muster malen und sowas, ist wirklich super, super schön. Herzchen oder irgendwas anderes, eine Sonne oder keine Ahnung was, da könnt ihr wirklich euch freien Lauf lassen und könnt das sogar besser hinbekommen wie im Nagelstudio, Leute. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch und zwar mit meinem Rabattcode LoveAlina. Voller Liebe, erhaltet ihr 40% auf eure Bestellung. Also wenn ihr bestellen möchtet, wenn euch das Ganze interessiert und wenn ihr halt schöne Nägel haben wollt, die nicht nach 3 bis 4 Tagen abblättern, dann gerne bei Happy Glam bestellen. Wie gesagt, mit meinem Rabattcode LoveAlina könnt ihr 40% Rabatt sparen. Genau, und ich drehe jetzt mal eben vor, wie ich das Ganze hier für euch mache und habe das wahrscheinlich gleich schon eingeblendet. Aber ja, ihr wisst ja, wie YouTube funktioniert, ne Leute? Ja, ich würde mal sagen, bis gleich. Leute, ich habe jetzt soweit alles fertig gemacht, muss nur noch die restlichen Sachen einmal aufräumen, muss gleich nochmal die nächste Tablette nehmen. Ich glaube, es regnet gleich bei uns, es wird nämlich ziemlich dunkel. Ich muss dann nach oben rennen und das Fenster oben zumachen, beziehungsweise die Dachfenster, weil ich habe 2 gerade offen. Nägel sehen fresh aus, alles ist super, sieht zwar nur kacke aus, weil der halt klein ist, weil der ist mir abgebrochen, schon vor einer Woche oder sowas, aber macht nichts. Auch ein Nagel bricht mal ab. Genau, was ich noch sagen wollte, alle weiteren Informationen findet ihr nochmal unten in der Infobox. Das heißt, der Happy Glam Shop, der Link, alles so weiter und so fort, ist alles unten in der Infobox. Einfach mal reinschauen und dort werdet ihr fündig und habt die Informationen, falls noch irgendwas benötigt wird. Genau, Leute, ich würde mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden, weil dann kann ich nämlich gleich das Video schneiden und hochladen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es regnet nicht bei euch. Ich hoffe, es ist warm bei euch. Und ja, ich würde mich mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über kostenlose Abo freuen. Und Leute, danke für die 4000 Abonnenten. Ich habe gerade geschaut, ich habe einfach über 4000 Abonnenten. Ich bin so dankbar. Ich habe euch so unglaublich lieb. Danke. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.